Die Zukunft ist jetzt, heißt es in Halle 24 bei der Firma Löwe. Und bei mir ist der Geschäftsführer Marc Hüskes. Herr Hüskes, ist ja ein sehr hochgegriffenes Ziel bzw. eine sehr hochgestochene Aussage. Das würde ja im Prinzip heißen, dass das, was man sich so vorstellt, erträumt von der Zukunft, das ist alles schon da bei Ihnen. Ich glaube, was das Thema Unterhaltungselektronik für zu Hause betrifft, sind wir tatsächlich sehr, sehr weit in diese Richtung inzwischen gekommen. Ich glaube, wenn wir uns diese Studie anschauen, die wir hier auf der IFA vorstellen, das ist schon irgendwo das, was man sich immer erträumt hat, wenn es darum ging, einen Fernseher an die Wand zu hängen. Super flach, super dünn, sehr, sehr schön designt, perfekte Bilder. Also da ist das technisch Machbare schon sehr, sehr weit ausgereizt. Super flach heißt wie flach? Etwas unter 4 mm ist dieser Bildschirm jetzt tatsächlich. Und viel flacher muss es dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr sein. Vielleicht können Sie das ja auch mal demonstrieren. Sehr gerne. Also wenn man hier vielleicht von der Seite einmal schaut, man kann es auch ganz leicht nur weglüften. Das ist also quasi magnetisch hier dran an diesem Rahmen. Das ist wirklich ganz, 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 ganz flach geworden. Wie ist das denn technisch möglich, beziehungsweise wo ist die Technik jetzt untergebracht? Die Technik wäre in dem Fall in einer separaten Box, wie sie hier unten ist. Das heißt, das Panel an sich ist tatsächlich nur so dünn, wie es ist. Da gibt es nicht mehr Technik und da wird auch nichts versteckt. Die Elektronik, die Steuerung würde dann in einer separaten Box sein. Und natürlich braucht man für den Lautsprecher auch nochmal eine separate Möglichkeit. Hier hätten wir zwei externe Lautsprecher. Den Lautsprecher können Sie nicht unendlich dünn machen, sondern da wollen Sie auch ein sattes Klangvolumen haben. Und da legt Löwe sehr, sehr viel Wert drauf, dass nicht nur das Bild perfekt ist, sondern tatsächlich auch der Klang perfekt ist. Und man kann sogar mehrere Displays mit diesem einen Gerät sozusagen bedienen. Genau, könnte man theoretisch. Vollkommen richtig. Aber wer braucht das? Nun, wenn Sie irgendwann mal sich vorstellen, Sie haben im Haus mehrere Bildschirme und steuern das alles über eine Zentrale, ich glaube, das macht sehr viel Sinn und das ist ja letztendlich auch effizient, denn Sie brauchen nicht 5 Fernseher. Sie werden diese Fernseher wahrscheinlich in der Regel auch nicht gleichzeitig am Laufen haben, das könnten Sie damit natürlich auch, aber Sie brauchen nicht 5-mal dieselbe Elektronik. Ist es schon im Handel erhältlich und was wird es kosten? Das kann ich Ihnen tatsächlich noch nicht genau beantworten, denn das ist eine Studie, die wir hier vorstellen. Wir kriegen unglaublich positive Resonanz auf diese Studie. Deswegen kann ich, glaube ich, schon sagen, dass wir diese Studie auch umsetzen werden. Wir haben letztes Jahr eine Studie gezeigt, die kam dann etwa 6 Monate später in den Markt. Und dann werden wir schauen, was der Preis ist. Das kann ich Ihnen heute noch nicht sagen. Wir sind in der Halle 4.2 und bei mir ist Jansu Kutlay und die ist hier für die Firma Terrayon und die kann uns gleich erklären, was es mit diesen wunderschönen Lämpchen hier auf sich hat. Genau. Welche Funktion haben die? Ja, also Terrayon kommt aus Frankreich und heute haben wir im Fokus das Gerät Omni und wie man sehen kann, arbeitet es mit verschiedenen Farben. Also wir haben vor allem Rot und Blau. Rot soll das Schlafhormon Melatonin fördern, sodass man schneller ins Schlafen kommt. Und Blau soll genau andersherum das Hormon Melatonin blocken, sodass man schnellstmöglich aufwacht und halt sich den Kaffee nimmt und pünktlich zur Arbeit kommt. Also das ist quasi eine Nachttischlampe? Genau. Die dann, wie der Rhythmus sein soll, reagiert? Genau, genau so ist das. Also es arbeitet halt mit den zwei Farben und man kann das dann auch selber einstellen über die App. Es läuft über eine App, die man sich runterladen muss. Die heißt Terrayon Wellness Code Sleep und so hat man halt immer den Schlafrhythmus auch bei sich. Des Weiteren kann man dann noch Musik mit einbauen. Das sind dann 175 verschiedene, also ähnlich wie Spa-Musik halt. Es ist nicht irgendwie schnelle Musik, sondern im Gegensatz erholsame Musik und genau, die hat man dann auch inklusive drin. Woher weiß man, dass der Körper darauf reagiert, auf blaues oder rotes, grünes Licht? Genau, also das Terrayon hat sich auch lange Jahre mit im medizinischen Bereich beschäftigt und erst vor kurzem die Kombination geschlagen zu Fitness und deshalb weiß man, dass Rot, also dass der Mensch auf die Farbe Rot halt so reagiert, dass
Melatonin ist, wächst und durch Blau wird das halt geblockt. Das weiß man. Dann haben wir halt auch noch verschiedene Teile. Also das zum Beispiel, das legt man unter den Kissen, also könnt ihr auch in die Hand nehmen. Ja, das legt man unter den Kissen und das wird, jede Bewegung wird registriert. Also ob sie jetzt den Kopf bewegen, niesen, husten, den Kopfkissen verlassen, alles wird darauf registriert. Kicken wir hier rauf. Und hier sehen wir zum Beispiel eine Zahl, die ist 93. Das ist ein super Schlaf. Also je geringer der Wert ist, desto unruhiger ist der Schlaf. Je höher, desto besser. Und Sie können jetzt mal so mit dem Finger mal rumspielen. Genau, und jetzt merken Sie, dass sich die Farbe ändert. Ja. Genau, das, also Sie können dann auch nach Ihrer Wahl das Gerät, wenn Sie möchten, auch abschalten und nach Ihrer Wahl auch regulieren. Und das andere Gerät, was wir da haben, also das längliche, das kommt dann ans Bett, seitlich, wird das dann, kann man es sehen, und das wird dann halt den Herzrhythmus und die Art, wie sich das Herz bewegt, reguliert. Und das alles insgesamt wird dann auf der App, die man sich runterladen muss, eingespeichert und genau. Was kostet es und ist es schon im Handel überhaupt? Genau, im Handel ist es noch nicht. Deshalb ist auch der Fokus jetzt darauf, weil man halt den Vorgeschmack schon machen möchte für die Kunden. Im Handel ist es erst ab Oktober. Und kosten wird es, wie schon gesagt, es ist, man kann es separat kaufen. Das Gerät Omni, also das hier, was man sieht mit den Farben, das kostet 200 Euro. Und das kleinere Gerät, also das hier, kostet 50 Euro, das, was man unter den Kissen legt. Und das andere, was eben die Herzschritte reguliert bzw. aufnimmt, das kostet 175 Euro. Genau. Dankeschön. Vielen Dank.